Farben im Emailbild wirken ganz anders als im Aquarell- oder Ölbild. Sie strahlen und leuchten förmlich. Manchmal haben sie Glanzpunkte von spiegelndem Licht, die Farben leben richtig. Der Eindruck, ins Bild hineinschauen zu können, wird nur bei dieser Technik erreicht. Für mich ist das schönste Erlebnis beim Machen, die Entstehung zu sehen und zu fühlen. Herbst. Schafe am Tigris. Herbstblätter. Ischia. Island. Eine Impression. Der Fujiyama. Das Meer. Strohballen. Himmel und Erde. Das ist mein brennender Dornbusch. Ein Bild auf Kupfer mit Schmuckemail gearbeitet, bei 850 Grad gebrannt. Und das ist auch der Beginn von größeren Bildern, die ich dann bei der Firma Schauer in Atzgersdorf brennen konnte. Und das hat mir großen Spaß gemacht, nicht nur auf Schmuck, auf kleinen Bildern, sondern auf größeren Objekten die Möglichkeit zu haben. Das nächste war, dass ich hier auf der Akademie habe ich ja schon immer, hier ist ein Bild allerdings nicht mit Schmuck, aber mit Email, aber hier haben sie sehr viel mit Email auf Schmuck. Und der nächste Schritt war dann in Wien, als ich nach Wien kam, dass ich eine Ausstellung in Tschechien hatte, eine Möglichkeit dort auszustellen. Und die haben aber dort mit Industrie-Email auf Eisen gearbeitet, die Künstler. Und ich wurde dann jedes Jahr eingeladen, dort zu arbeiten mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern. Und das war für mich eine ganz wunderbare Möglichkeit, mich zu verwirklichen in der Kunst. Einmal wollte ich auf kreisfarbenen Kupferplatten mit Schmuck-Email probieren. Das Licht geht interessanterweise da im Kreis herum, bei jeder Veränderung. Als ich die 6 Platten fertig hatte, habe ich einen Kasten entworfen, den mir Friedrich Otto Schmidt anfertigte. Stein im Wasser. Das Feld. P.
Petra in Jordanien. Wadi Rum. Im seichten Meerwasser Quallen und Fische. Der Steg in Unterzeismarin. Zaubergarten im Parsival. Das sind meine pflanzlichen Impressionen. Schmuckgemäl auf Kupfer gebrannt bei 850 Grad. Und das Schöne beim Schmuckemail ist eben die Transparenz, die durch das mehrmalige Brennen so wunderbar herauskommt. Zu meiner großen Freude ist das ein Erlebnis, das kann niemand begreifen, wenn man so etwas zustande bringt. Sonnenuntergang im Gebirge. Wüste, die Dünen. Manchmal bekommen die Bilder mit dieser Technik eine unglaubliche Tiefe. Allein durch die Farbgestaltung. Das himmlische Jerusalem. Das heilige Land. Gebirge und Meer. Schmuckemail auf Korken, eingelegter Silberdraht, der Zellenschmelz Gloisonné Salzburg, eine Dose und eine Holzdose. Das ist eine Dose, Holz und oben in Kupfer gebrannt mit Schmuckemail, mein Käfer, wie ich ihn genannt habe, mein dreibeiniger Käfer. Dazu habe ich einen Spiegel noch konstruiert mit zwei dreibeinigen Käfern. Es geht ihnen aber sehr gut, sie sind sehr zufrieden und das ist der Übergang zum Industrie-Email auf Eisen, gebrannt bei 850 Grad. Auch beim Industrieemail ist es notwendig, Proben zu machen, die ich durch Mischen der Farben erreiche. Mit einer Spritzpistole
trage ich die Farben auf, male mit einem Pinsel oder ich kratze mit einem spitzen Stift die Zeichnung in eine getrocknete Farbschicht ein, um sie dann zu brennen. Wir befinden uns in meiner Galerie in der ehemaligen Waschküche der Familie Zietbauer. Hier habe ich meine Bilder aufgehängt und ich versuche jetzt ein bisschen zu erklären, was da alles drauf ist. Hier ist zum Beispiel Schützen am Gebirge, der Überlaufbecken. Und hier habe ich ein Iglu mir vorgestellt, wo ich mich zurückziehen kann und alleine bin. Was dein Iglu ist das? Das ist meiner. Ja. Und das hier ist in Erfurt auf der Straße, also im Hof vor dem Studio. Da waren so Schatten und das habe ich so festgelegt. Was hat denn da den Schatten gemacht? Eigentlich weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch. Da war mein Mercedes gestanden und da waren so vom Reifen oder was immer, war dieser schwarze Schatten. Das hat mich imponiert. Da habe ich hier Spuren. Ein großes Anliegen war das immer von mir und dann habe ich es endlich einmal riskiert und wollte einfach nur auf weiß Spuren setzen, ohne irgendeinen Gedanken, was es sein könnte. Sind das Schneespuren oder? Nein, eben, es kann alles sein. Es können Tatzen sein von Tieren oder Schleifspuren oder irgendwas. Aber ich will da gar nichts sagen, weil es sollte eigentlich nur eine Komposition sein. Das ist wieder der Neusiedlersee mit zwei Masten. Und hier habe ich nur eine rot-blaue Komposition gemacht. Jetzt gehe ich da weiter und das ist Malta. Die ehemaligen Malteser Ritter. Ist das eine Burg oder ein Kloster? Eine große Burg haben die gebaut, um sich zurückzuziehen. Und das und die sind riesige Quader, also riesige Blöcke aus. Und die haben verschiedene Farben. Die haben verschiedene Farben, sind total verwittert, vermoost. Dann kommt das Kalk hier heraus, das hat sich herausgebildet. Und das hat mir gefallen und das habe ich gemacht. Und hier habe ich das Gebirge. Ein Fantasiegebirge. Es ist ein Fantasiegebirge. Ich war ja in Scheuchenstein und hatte eine Ausstellung im Gauermann Museum und da ist mir das Gebirge natürlich sehr nahe gewesen in Gedanken und auch das hier ist entstanden nachher. Das ist ein Vogel. Was bedeutet der Vogel im Gebirge? Es gibt ja Vögel im Gebirge. Ein Adler. Ein Adler ist das nicht? Ja, ich würde nicht sagen eine Taube, aber nein. Es ist ein Adler. Das ist in Tschechien wieder entstanden, im Studio. Und da haben meine Kollegen noch gesagt,
jetzt hast du deine Poesie gemacht. In Wirklichkeit war die Idee im Hof, war eine Blechhütte und die Türe war schon kaputt und da hat es durchgeschienen, nur Erde und ein bisschen Gras, jedenfalls nicht aufgeräumt. Und da oben habe ich Greta, auch wieder eine Impression. Sind das die Wellen? Ja, es sind eigentlich eher, habe ich, aber für mich war es mehr der Himmel. Da oben der Himmel und unten die Steine und ein Ofen. Das ist auch Greta da? Das ist auch Greta hier. Und hier herunten habe ich wieder Schilf und Neusiedlersee. Und da sehe ich, was hier, sind diese hier Tropfen? Hier regnet es, da kommen große Tropfen herunter. Das ist Porto Roche, das weiß ich. Das ist Porto Roche. Das ist ja wunderbar. Da habe ich mit verschiedenen Farben gespritzt, damit eine Tiefe herauskommt. Und ist das schwierig, diese einfachen Linien, die dann so toll herauskommen? Ja, die Linien, das habe ich abgedeckt und gespritzt. Und ist Gott sei Dank gelungen, weil wenn es nicht gelingt, ist das Bild kaputt. Also ich kann es nicht mehr ändern. Und es ist so transparent, hat so das Gefühl, da kann man hineinschauen. Man kann hineinschauen, weil es eben verschieden gespritzt wurde, mit verschiedenen Farben vor allem. Das ist Island. Du warst doch auf Island. Das war, ja, das waren diese Gletscherseen und die ja auch durch den Vulkanausbruch dort war schwarz und weiß und dann dieses blaue Wasser dazu, das ist ja grandios. Da haben wir schon den Sonnenuntergang. Auch in Island. Und hier bin ich wieder in Porto Roche. Und was ist diese diagonale Fläche? Was soll das? Ja, das soll eine Spannung hereinkommen. Künstlerische Gestaltung. Eine künstlerische Gestaltung. Das Schilf wieder am Neusiedlersee. Das ist aber ein anderes Blau. Es ist ein anderes Blau, eine andere Stimmung. Einmal ist der Neusiedlersee, da regnet es, dann scheint die Sonne, dann ist es wirklich blau. Und sonst kann es braun sein und grau sein. Also alle Farben gibt es im Neusiedlersee. Das ist grandios dort, das ist wunderschön. Und da oben habe ich das Meer, das Gewitter am Meer. Und das kann man in ja dem Fall ist es oben der Himmel und unten die Wellen. Und wenn ich es umdrehe, habe ich oben den Himmel und unten das Meer und ein Schiff in der Mitte mit viel Fantasie. Kann man erkennen. Dieses Bild ist Schmuckgemäl auf Kupfer und meine Idee war, die Heilige Maria darzustellen,
und eine Verinnerlichung wollte ich in jedem Fall hineinbringen. Vor unserem Haus in Schützen ist ein riesen Sonnenblumenfeld und schon wie die Sonnenblumen im Verblühen waren, habe ich das gemalt. Und dieses Bild da oben ist auch eine Impression mit unseren Gartenblumen, es ist eine Impression, es spiegelt sich und ist etwas abstrakt gemacht. Und hier an dieser Wand sind vier Bilder. An dieser Wand habe ich Klima. Das Klima wird verwendet im Ofen, wenn ich Schmuck brenne mit Email. Und da kam ich auf die Idee, dass ich diese Klimastücke, die im Laufe der Zeit ja etwas kaputt werden und oxidieren, zusammenstelle und eine kleine Komposition mache. Dasselbe habe ich dann in Email noch einmal probiert. Oben habe ich meine Sonne. Und einen Baumstamm. War schon der Specht unten drauf.